Unheimlich interessant. Jetzt hat es noch mal getüdelt. Also er hat gepiept. Er meint es voll. Ich meine, ich weiß, Schwachsinn. Aber naja, das Ganze ist im Grunde genommen nichts anderes, als irgendwie sich einen Elektroautokanal anzugucken und irgendjemand spannt seine GoPro vor eine Ladesäule und guckt sich dann an, wie sein Akku geladen wird. Ne? Also jeder kann ja machen, was er will. So. Also, 1,219 bei einem 12 Jahre alten Akku, der 1,3, das ist doch ganz gut. Mal gucken, ob ich noch die Abschaltspannung simulieren kann, das Piepen nochmal simulieren kann. Ich ziehe ihn mal eben raus. Das ist ein Stecker. Full meint er. So, Charger Emax. 4S-Zellen. So, jetzt muss ich hier, glaube ich. Bedienungsanleitung kann man sich runterladen. So gucken. Die Knöpfe gehen auch nicht mehr richtig. So, checkt er die einmal kurz. Muss ich nochmal drücken. Das ist Liter. Ja, deswegen sagen sie beim Elektroauto dann am Schluss kannst du auch wegfahren, weil du siehst ja, lädt ja nicht mehr mit 1 Ampere, das habe ich ja eingestellt, sondern geht ja weit runter. Akku wird auch nicht warm oder so. Das meinte ich 16,8, ne, im letzten Video. Wenn man sich jetzt noch ein 230 Volt Steckdosengerät anmisst, Steckdosenmessgerät anmisst, mit ansteckt, dann weiß man, da sieht man dann auch den Verbrauch in Watt. Dann weiß man ungefähr die ganzen, damit kann man die Wirkungsgradverluste von so einem Netzteil oder so herausfinden, was besser und schlechter ist. Oder auch nicht. War mal im Netzteil in Watt umgerechnet ungefähr immer am 230 Volt Messgerät, also 90% machen die alle. Also wenn der jetzt hier meinetwegen 100 Watt reingegeben hat, dann misst man am 230 Volt Messgerät oder hier 90, dann misst man am 230 Volt Messgerät 100 Watt. So, warum willst du nicht? Ich weiß auch nicht, warum der Akku so gesponnen hat. Vielleicht weil er feucht gewesen ist und irgendwie Kriechstrom gezogen hat. Vielleicht ist es schlauer, den rauszunehmen aus der Akkumaschine. Wenn die Akkumaschine irgendwie nass geworden ist, dass der Akku irgendwie ein bisschen weggibt. Ein bisschen Strom weggibt. Ne, wir müssen aber eben noch die Maschine holen. Ne? Das müssen wir ja mindestens noch machen. Was ist das denn hier? Einen anderen Akku da drauf packen, der geht gut dafür. So, eine. So. Läuft das Video noch?
wieder gut hingekriegt. Das sind die Maschine. So. Ich habe auch nicht gesehen, das kann ich gleich selber erst am Video sehen. Aber was natürlich sehr blöde ist. Zusammengeschraubt das Ding und dann aus dem Bett geschmissen. Ach ja, schon. Ist auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal Ordnung halten so. Einmal hier. Geht oder geht nicht? Geht, haben wir einen Frei. Aber der hat Funken geschmissen. Der hat Funken geschmissen. Ah, geil. Ja, gibt's denn mal eine. Wenn man den jetzt einen Monat wegpackt und nicht benutzt, kann man auch euch schon mal ein bisschen rauslassen. So, das war's. Aber ich glaube, das Video ist sowieso ausgegangen. Nee, doch nicht. Ist noch an. So, Ende.